Konrad, wir haben uns schon wunderbar verquatscht in den ersten beiden Teilen, Fabelhaft. aber ich genieße es. Schön. Als kleine Überleitung zu unserem dritten Teil muss ich jetzt mal erzählen, wie ich überhaupt auf dich gekommen bin. Ja, bitte. Wir haben eine gemeinsame Freundin, die Aki, Aquile Jurxa, und wir haben uns mal getroffen im Andronaco. Also die Zuschauer müssen dazu wissen, wir sind hier fast Nachbarn. Ne? Das ist, Ja, man und kann das Wichtigste ist vor allem, wir sind ja Nachbarn mit dem Andronaco. genau, Ja. Nachbarn mit dem Andronaco. Andronaco ist für alle Nicht-Hamburger. Andronaco ist einfach ein italienischer Großhandel mit angeschlossener Kantine, wo man wirklich exzellent mittags essen kann. Okay. Da habe ich den Konrad das erste Mal gesehen, da haben wir uns nicht kennengelernt, nur gesehen. Und dann bin ich irgendwann auf Facebook bin ich über eine Ausstellung gestolpert. Irgendwas mit BFF. Keine Ahnung, was das ist. Und dann habe ich halt so ein bisschen gegoogelt, BFF, was ist das eigentlich? Und dann geschaut, wer steckt dahinter, die Namen, wen gibt es da in Hamburg und so weiter. Und damals bin ich auf deine Seite gekommen, weil du da irgendwo aufgeführt warst als sehr aktiver Fotograf. Und dann hatte ich mir halt deine Bilder angeguckt und dadurch, dann habe ich dich halt angeschrieben. Das war halt irgendwie Genau. diesen Sommer. Und ich finde diese BFF-Thematik eigentlich ganz spannend und möchte, dass du da mal ein bisschen was zu erzählst. Sag mir doch erstmal, was BFF heißt und was der BFF macht, beziehungsweise was er für mich tun könnte, wenn ich Mitglied wäre. Also BFF ist im Grunde eine Abkürzung für Berufsverband Freie Fotografen und Filmgestalter e.V. Berufsverband, Verband schreibt man aber nicht mit F, ne? Nee, aber wir Ach so, haben Berufsverband Freie Freie. Fotografen und Filmgestalter. Da sind eigentlich drei F drin. Das heißt, er könnte Okay. auch BFFF heißen. Aber und das Ganze hat einen sehr historischen Background, weil ich hole mal ein bisschen aus. Der Job, den du machst, den könntest du ohne den BFF gar nicht machen. Jetzt bin ich neugierig. Ja, das erzähle ich dir jetzt, pass auf. Und zwar gegründet ist der BFF 1968, ist von vier Stuttgarter Fotografen gegründet worden, die historisch folgendes Problem hatten. Das klingt aus heutiger Sicht jetzt nicht mehr aktuell, war aber damals das totale Problem. Nach dem Krieg ist die Reklame, hieß es damals noch, ja nach Deutschland geschwappt. Und damals war Fotografie in Deutschland ein rein handwerklich organisierter Lehrberuf. Und der Begriff Fotograf ist eigentlich die Berufsbezeichnung für ein Fotografenhandwerk. Jetzt ist aber also ein Fotograf gilt als Handwerker, wenn er, ich sag mal, jetzt Passbilder macht vor der Handwerkskammer und im Grunde fremdgesteuerte Auftragsfotografie ohne einen persönlich kreativen Anteil an dieser Arbeit. Jetzt kann jeder sagen, er macht die kreativsten Passbilder der Welt, aber spätestens seit dem biometrischen Passbild ist das jetzt auch durch. Und sowas geht ja leider als Passbild nicht durch, ne? Nein, wenig, genau. Und jetzt hatte man im Grunde das Problem, dass man durch die aufkommende Reklame sehr wohl einen persönlich schöpferischen Anteil an einer Fotografie hatte, die einfach in einem Werbekontext auch ein anderes Foto war als die Bilder, die es vorher gab. Vom Krieg gab es das ja alles nicht. Und da haben Fotografen beschlossen, dass sie eigentlich, wenn sie sagen, Künstler sind, aber dass sie eigentlich losgelöst von einem rein handwerklich orientierten Beruf irgendeine Chance haben müssen, zu einem Einkommen zu kommen. Und damals, und das ist das große Problem, konnte man als Fotograf überhaupt gar kein Geld verdienen, wenn man nicht Fotografenmeister im Sinne der Handwerkskammer war. Es konnte sich also, wie jetzt zum Beispiel wir, wenn das Studium gab es gar nicht, das Studium Fotografie, es gab nur den reinen Ausbildungsweg. Und damit hat sich sozusagen dann in einem langen, schwierigen Prozess, steuerlich, gewerkschaftlich und so weiter, im Grunde ein selbstständig kreativ tätiger Fotograf überhaupt erstmal als Berufsform gegründet. Das nennt sich ja Fotodesign. Und das ist sozusagen vor dem Handwerk eben keins mehr. Und ich habe ja auch Fotodesign studiert, weil streng genommen, wie gesagt, ist man als Fotograf Handwerker und als Fotodesigner nicht. Die Grenzen sind relativ fließend, aber es ging eben wirklich darum, dass da eine Abspaltung stattfindet. Und damit ist sozusagen sind diese vier Mitglieder von damals im Grunde auch heute noch dafür verantwortlich, dass es das Fotografiestudium überhaupt gibt in Deutschland und dass es den Fotografieberuf als selbstständige Tätigkeit, die du nicht handwerklich irgendwo gelernt hast, im Sinne der Handwerkskammer, das ist im Grunde da erst etabliert worden. Das heißt also, die Art und Weise, wie wir heute alle arbeiten, die gibt es im Grunde erst seit und durch den BFF, das ist das eine. Und das Wann andere. haben die, also gegründet wurde der Ende der 60er Genau. und wann, seit wann ist es, dass man wirklich quasi als Fotograf frei
Das ist ein total fließender Prozess. Ja, da hat, haben viele. Also ich weiß, in Österreich war es ja vor 3 Jahren noch so, ne? Ja, das da ist ja das bis ist, vor das kurzem, ist wirklich ein Problem. Ne? Ja, genau. Die Öschis, die hatten da echt mit zu kämpfen. Also ich kenne halt ein paar aus Österreich, die gerade in dem Bereich tätig waren. Und da ist es halt so, dass da halt auch eine ganz, ganz fiese Denunziantenmentalität herrscht. Also wenn du da wirklich nicht fotografisch, wenn du nicht eingetragen bist und dann auch nur 100 Euro verlangst, dann warst du gleich am Pranger. So, und das ist ja eine, also das ist ja auf der einen Seite unter einem, ich sag mal, unter einem qualitätsregulativen Gesichtspunkt ist das ja alles ganz in Ordnung, zu sagen, man will da irgendwie mal ein bisschen gucken, wer sich denn unter diesem Titel Fotograf jetzt eigentlich hier tummelt, so. Andersrum ist das natürlich extrem beschränkend, weil es natürlich dann dazu führt, dass jemand sagt, ja, das ist ja gar keine Fotografie. So, das ist ja, weiß ich was, was ganz anderes und damit dürfen sie kein Geld verdienen, so. Und diese Trennung, die ist sozusagen so Stück für Stück eben aufgehoben worden. Seitdem gibt es, wie gesagt, die Fotografie-Studiengänge. Und das ist ja jetzt keine neue Entwicklung. Also das ist im Grunde, diese Prozesse sind in anderen Ländern ja auch gelaufen, aber eben Deutschland eben vorrangig forciert durch den BFF. Und dann ist es eben auch eine vollkommen andere Art, Gemeinschaft zu denken. Also im Grunde ist ja die Strömung Fotografie entwickelt sich ja jeden Tag durch jeden, der daran arbeitet, in irgendeine Richtung. Aber im Grunde ist man ja, und das wirst du ja kennen, du hast vielleicht wahrscheinlich ein bisschen mehr Austausch, aber der ganz normal niedergelassene Fotograf in Bremen, der hat jetzt mit Kollegen relativ wahrscheinlich wenig Berührungspunkte. Der Fotograf ist erstmal Einzelkämpfer, würde ich sagen. Genau. So. Und jetzt ist aber natürlich immer der Punkt, dass man sagt, wenn die eigene Arbeit eigentlich hinreichend individuell ist, dahingehend, dass ein anderer ja eine ganz andere macht, dann hat man ja im Grunde eigentlich kein Konkurrenzproblem. Weil für die Arbeit, die ich mache, fallen mir nicht so viele Kollegen ein, die meinen Job im BFF machen und gleichzeitig kann ich den Job von 400 oder 500 Leuten, die da Mitglied sind, ja auch alle nicht. Und damit fällt dieses Konkurrenzdenken weg, was total wichtig ist. Und dann ist es eben auch so, und das ist eigentlich ein bisschen der Riesenvorteil, wir sind jetzt aktuell ein bisschen über 530 Mitglieder. Hauptsächlich Deutschland oder? Ja, so ein bisschen auch ein paar Ausland, also zu den Namen komme ich gleich. Also es ist natürlich auch historisch gewachsen, durch die Bedeutung, die das in Deutschland hatte, war das schon auch war und ist es eine Auszeichnung, da Mitglied zu sein, weil diese Aufnahme im Grunde durch eine Jury geht. Also es kann nicht jeder einfach eintreten, sondern man kriegt sozusagen, und das ist gleichzeitig auch der Reiz, man kriegt sozusagen verbrieft von einer Jury diese Mitgliedschaft verliehen. Und die ist gleichzeitig sozusagen Chance zur Arbeit und Auszeichnung. Und andersrum ist es eben so, dass diese auch historisch gewachsen, diese Mitgliedschaft eigentlich so eine Art, ja, wie so eine Art Qualitätssiegel immer noch darstellt in der Werbung und in so ein bisschen etablierten Jobs, wo es wirklich auch um Etats geht. Da ist immer wie so eine Art grüner Haken dahinter, wo jemand sagt, okay, da hat mal einer drauf geguckt, alles gut. So. Und gleichzeitig ist es aber eigentlich das Ziel, und das ist eigentlich der große Punkt, der im Umdenken so stattfindet, es ist historisch eben auch immer so gewesen, dass Leute in der Gruppe für die eigenen Interessen eintreten. Also es kann zum Beispiel das Interesse von vielen von uns sein, dass ein positiv neu verhandeltes Urheberrecht bei der Bundesregierung abgeschlossen wird. Aber wer von uns soll sich denn jetzt bei der Regierung hinstellen und sagen, ja, ich hätte das gern so und so. Und da ist natürlich unser Justiziar, den der Verband hat, wir bieten auch eine Rechtsberatung an für die Mitglieder kostenfrei. Der Witz ist, dass du natürlich durch so eine Summe von Leuten, die einen extremen Einfluss haben, also zum Beispiel Peter Lindberg ist BFF-Mitglied, Joachim Ballhof in Berlin ist BFF-Mitglied, Sarah Moon aus Paris ist BFF-Mitglied, Andreas Feininger, weltberühmte Fotografen, sind alle BFF-Mitglied, Thomas Höpker von Magnum, das sind einfach Leute, deren Arbeit ein Gewicht hat und damit hat sozusagen auch die Meinung oder die Stimme des BFF vor der Regierung oder vor anderen Stellen halt natürlich eine andere Wirkung. Ja, weil solche Namen kennen ja selbst die Politiker, ne? Genau. So, und dann ist natürlich, und da hat man natürlich A, einen ganz anderen Einfluss und B, ist das natürlich auch das Ziel einfach, wie soll man denn alleine, ich sag mal, eine relevant wahrnehmbare Ausstellung für eine Werbezielgruppe organisieren? Selbst als Hamburger Fotograf, selbst wenn du perfekt vernetzt bist, klappt das nicht so. Und da ist natürlich der BFF als so eine Art drüber schwebender Name natürlich ein perfekter Veranstalter, weil alle wissen, was der Laden macht. Wir haben, ich habe den BFF-Blog ja gestartet vor 2,5 Jahren,
blog@bff.de ist die Domain. Da schreibst du regelmäßig über... Naja, schreiben tue ich da nicht. Also oder, ich lade, oder zeigst. Ich, genau, ich habe also hab das Medium bietest eine Plattform, sagen begonnen, wir mal so. Genau, und zeigen, also wir zeigen da sozusagen permanent jeden Tag neu die Arbeiten dieser 500 Mitglieder. Und nun ist es ja so, das sind ja alles 500 Werbefotografen und in der Autofotografie zum Beispiel ist es im Grunde lückenlos, gibt es kein deutscher großer Autokampagnenfotograf ist nicht BFF-Mitglied. Und dadurch ist es eben so, dass man, du kannst dir auf einem sehr hohen Niveau schön durchmischt im Grunde eine Breite von Arbeiten angucken, die sowohl die Vielfältigkeit der Mitglieder widerspiegelt, als auch die Vielfältigkeit der Arbeit, die da beauftragt wird. Und das ist halt schon alles technisch auf einem verdammt hohen Niveau. Also du siehst im Grunde jetzt die neue Audi R8-Kampagne, habe ich gerade für Simon Puschmann hochgeladen. Du kannst dir die ganzen Sachen von Uwe Düttmann alle angucken. Ist der Hase ist Mitglied. Das sind schon alles so auch Legenden der deutschen Werbung, die traumhafte Jobs machen einfach. Und mit denen man aber, und da bin ich wieder bei diesem Verbandsgedanken, mit denen man quasi programmiert eine Augenhöhe genießt oder hat, dass man einfach auch Unterhaltungen führt und sich gegenseitig im Grunde fit macht. Man verschafft sich gegenseitig eine Marktkenntnis, man kennt die Arbeit eines anderen, kann dadurch die eigene wieder noch ein bisschen spitzer machen. Wenn ich das Profil meiner ganzen Kollegen kenne, weiß ich auch, was die nicht machen. Es ist ein ganz anderen Blick für diese große Linie. Und gleichzeitig sind natürlich dann die totalen Feste und die Oberpartys des Jahres sind halt dann immer die Ausstellungen. Da ist jetzt am 8.10. an in Berlin. Wir hatten im Mai jetzt hier den Aufschlag wieder zum ADC-Festival. Also war Art Directors Club Meeting ja wieder in Hamburg. Genau. Und klar kann man natürlich sagen, ja, man ist vernetzt und kennt 1000 Leute und dann macht man eine Ausstellung und so, aber die Wahrheit ist ja, am Ende kommen dann halt von den 200 Leuten, die da sind, sind halt einfach 50 beste Freunde und Begleitung, bist du bei 100, 50 Leute sind draußen vor der Haustür vorbeigestolpert und es hat geregnet und die anderen 50 sind halt wegen der Einladung gekommen. Und nun ist es halt so, dass dieser BFF-Aufschlag in Hamburg, den gibt es in verschiedenen abgewandelten Formen, auch in anderen Städten, das heißt in der Region Düsseldorf, also wir sind regional organisiert, es gibt Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Stuttgart, München, Berlin und die Region Düsseldorf macht eine Veranstaltung, die heißt Jump, die Berliner Veranstaltung heißt Triebwerk, die Hamburger Veranstaltung heißt Aufschlag, die Stuttgarter Veranstaltung heißt Nacht der Bilder und findet im Haus der Wirtschaft statt, also auch große Kulisse und schon auch also wirtschaftlich hoch angebunden. Und dann kommt zu so einer Aufschlagausstellung in Hamburg, die haben wir dieses Jahr im Parkhaus von der Rindermarkthalle gemacht. Kommen halt einfach mal 2500 Leute so. Und da sind halt nur Leute aus der Branche da, alle. Und das ist natürlich so ein Punkt, das kann man als einzelstehender Fotograf nie im Leben erreichen. Und das ist auch als alleinstehender Fotograf in einer Person nicht zu reißen. Das schaffst du nicht. Und da ist dieses Team halt geil. Und dieses Teamgefühl, dass du als Gruppe an der Fotografie, an der Wahrnehmung von Fotografie was tust und nicht nur zwingend an der Wahrnehmung deiner eigenen Fotografie, das ist als Community-Gedanke schon was echt Motivierendes. Wir haben jetzt gerade vor 14 Tagen in Leipzig auf dem Spinnereirundgang auch ausgestellt, was ja so eine Kunstveranstaltung ist, ganz hoch angebunden. Und da ist im Grunde einfach der Name, die Masse, die Geschichte und alles, was da dranhängt, ist natürlich ein großer Punkt, dass das A, wahrgenommen wird und B, dass man eben noch ein bisschen mehr tut, als nur seine eigenen Bilder irgendwie online zu stellen und zu sagen, so ja, ich mache Fotos und ihr. Finden denn außer den Ausstellungen sonst noch regelmäßige Aktivitäten statt? Oder, dauernd. Also wir haben, was weiß ich, dass man gemeinsam Workshops macht, wo man sich trifft oder zu Themen austauscht. Also diese Ausstellungen sind natürlich mit einem wirklich informalen Aufwand verbunden immer. Das wird nicht so oft passieren. Also macht natürlich auch nur zu sowas wie dem ADC-Festival Sinn. Wir treffen uns aber natürlich in den Regionen regelmäßig. Und das Ziel dabei ist natürlich auch immer dann, Mitglieder zu professionalisieren. Man spricht einfach über Sachen, wo Verlage Verträge ändern, wo sich irgendwas technisch komplett Neues auftut, wo man dann, wir haben letztens einen Abend gehabt, da haben wir jemanden vom Chaos Computer Club eingeladen, der uns mal quasi aus einem wirklichen IT-Background erklärt, wie man denn jetzt eigentlich wirklich eine gute Datensicherung organisiert. Klar kann ich googeln, klar kann da irgendwie alle irgendwas, gibt es irgendwas Schlaues im Internet zu lesen, aber A, muss ich mich nicht drauf verlassen und B, ist das nur dann eine Lösung, wenn du irgendwie 500 Megabyte private Bilder und ein paar Word-Dateien sichern willst. Wenn du terabyteweise Daten irgendwo organisieren musst, dann ist eine Cloud für dich überhaupt keine Option.
Und das ist eben dann schon ganz gut, wenn man da einfach aus der Gruppe sich da gegenseitig noch ein bisschen weiterbringt. Na gut, und alleine könntest du es wahrscheinlich gar nicht, könnte man sich gar nicht leisten oder gar nicht stemmen, nee, überhaupt solche Leute dann heranzuholen. Ne, nee, klar, ja. Weil die müssen ja im Normalfall, die bekommen die auch Honorar, beziehungsweise sie sagen, ja, du, wer bist du denn? Ich komme doch jetzt nicht vorbei, um mit dir mal zu schnacken. Genau, und ja, diese kritische Masse, die ist eben an ganz vielen Stellen vorhanden und die macht es halt natürlich sehr einfach. Und gleichzeitig ist die, die Idee eben auch zu sagen, es gibt eine, wenn ich sagen würde, ich wäre ein Kunde und würde einen Fotografen suchen, und nehmen wir mal an, ich kenne keinen, wo will ich denn anfangen? Wenn ich Fotograf Hamburg google, dann da kann ich, das wird nie was. Naja, da komme ich. Vermutlich, ja. Alles richtig gemacht. Aber stell dir vor, du müsstest jetzt Essen fotografieren. Hm. Was du wahrscheinlich nicht so gerne machst. Nein, ich esse es nur. Ja, genau. Und also stell dir vor, du hast ein Thema und du musst jemanden finden. Dann brauchst du ein Medium, ja, das dir im Grunde eine Bandbreite von Arbeiten liefert. Und damit ist quasi der BFF als Name und als Plattform und vor allem eben auch der Blog, ist halt auch natürlich ein Connector zwischen Kunden und den Leuten, die das machen. Und es ist eben wirklich so, dass wir in Hamburg sind, wir knapp 130 Mitglieder. Und du kannst mal davon ausgehen, dass du in Hamburg für jeden Job, der dir irgendwie einfallen wird, wirst du den totalen Fachmann finden in dem Laden. Es ist so. Und dieser Haufen Know-how, der schockiert mich nach Jahren immer wieder, weil da einfach wirklich die ganze Zeit 500 Leute Vollgas 16 Stunden am Tag diesen Job machen. Wenn du jetzt aber erzählst, dass man im Prinzip natürlich quasi durch eine Jury muss, es klingt allerdings auch so ein bisschen nach einem elitären Club für mich. Also so ein bisschen so wie, ja, so man trifft sich im Hinterzimmer, um da irgendwelche Geschäfte. Nee, Geschäfte ist es nicht. Es geht auch bei dieser Jury, geht es ja auch nicht darum, Leute auszuschließen, sondern es geht erstmal ja auch natürlich um eine persönliche Ebene, dass ich sage, ich habe mit jemandem gesprochen und es gehört dazu, schon ein gewisser Mindset mental zu sagen, ja, ich mache auch Autofotos und will jetzt aber mit noch 10 anderen Autofotografen irgendwie nicht Beef haben und mich nicht so beakeln, sondern ich will mit denen als Community zusammen was schaffen. Und das muss natürlich erstmal so ein bisschen menschlich abklopfen und sagen, glauben wir, ist das cool, funktioniert das oder nicht? Weil wir brauchen niemanden, der den Namen zwar rumträgt nach außen, aber der da nichts reingibt. Also deine Frage von Beginn, was der BFF denn für dich tun kann, hat Dietmar Hennecker mal als der lauteste Fotograf der 80er Jahre bezeichnet, das ist eine Legende der Autofotografie. Er hat mal so schön gesagt, das ist gar nicht der Punkt, die Frage ist, was du für den BFF tun kannst. Also es geht eigentlich eher darum, wie bringt sich dann der Einzelne ein, um diese Community oder diesen Spirit im Grunde dann weiterzuführen. Und dann geht es natürlich darum, dass auch in den BFF-Magazinen, da gibt es ja auch noch eine Veröffentlichung, das ist ein Überformat, Druck, total irres Papier auch, also auch schöne Veröffentlichungen. Das Jahrbuch gab es jahrzehntelang, was immer so die Bibel der deutschen Fotografie war, das war immer so ein Riesenschinken. Und dass es natürlich darum geht, brillante Fotografie zu fördern, die zu zeigen und damit auch im Umkehrschluss natürlich ein bisschen auch weiter den Namen in die Zukunft zu tragen, weil du natürlich mit schlechtem Mittelmaß nicht weiterkommst. So. Und das wird auch nicht den Kollegen gerecht, die wirklich auch für tolle Tagessätze wirklich einfach einen geilen Job machen. Es geht einfach auch darum, auch Professionen irgendwie zu konzentrieren. Also ich kann das schon verstehen. Ich muss natürlich so ein bisschen ketzerisch an der Stelle fragen, aber ich kann das natürlich schon verstehen, dass man einen Austausch und eine Preisgabe von Wissen und eine gegenseitige Zusammenarbeit, das macht man natürlich nicht mit jedem, weil man erwartet natürlich auch, wenn man etwas gibt, dass man etwas zurückbekommt, beziehungsweise andersrum. Und gerade wenn man natürlich gesettelt ist in seinem Job und eigentlich, also ich gehe mal davon aus, dass viele von den Mitgliedern im BFF es nicht aus monetären Gründen, also sie müssen da nicht Mitglied sein, um Jobs zu kriegen. Die kriegen auch beim BFF gar keinen Job, sie kriegen einen Job über gute Arbeit. Genau, also der BFF ist nichts anderes als, weiß ich nicht, eine Rückendeckung, es ist so wie einfach. Ist es eine Community mehr oder ist es fachlich verbundener Freundeskreis. Okay. Ja. Du hast gesagt 500
irgendwas mit? 530, so würde ich mal sagen, ja, gerade. Ja. Ich weiß die genaue Zahl nicht, aber so ungefähr. Okay, und mit 130 aus Hamburg ist Hamburg aber schon relativ stark, ne? Da sind wir wieder beim Beginn, warum Hamburg so eine Fotografenstadt ist. Ja. Also es ist eben schon wirklich so, dass natürlich durch die Agenturen, durch die Redaktionen, die hier sind, durch die ganzen Verlage, gibt es natürlich schon eine extreme Konzentration auf die Stadt, die sicher andere Metropolen in anderen Themen auch erfahren. Also die Autofotografie und alles, was damit zusammenhängt, ist natürlich in Stuttgart auch ein Riesenthema. Logisch, Bosch, Mercedes, Porsche. Aber da ist schon ein großer Fokus auf Hamburg, klar. Das ist einfach auch natürlich eine Medienstadt. Und es gibt die Mitglieder aber überall. Also von Leipzig bis Nordfriesland und von Bayern bis Düsseldorf gibt es überall welche. Und es ist eben auch eine magische Chance im Grunde. Ich bin ja auch noch total jung. Also aber du bist relativ aktiv, ne? Also du. Ja, ich habe das so als Aufgabe verstanden, zu sagen, dass wenn das, ich meine, das ist ja auch nicht, ist ja auch kein offenes Geheimnis. Wenn es für den Verband toll läuft und das Medium BFF funktioniert, funktioniert natürlich auch logischerweise meine Präsentation darauf. Perfekt ist das eine und das andere. Ich habe diese Aufgabe, die an mich gestellt wird, als Mitglied mich einzubringen, auch immer so empfunden. Und die auch aktiv gelebt, macht das sicher sehr viel. Aber das ist natürlich auch eine, es ist auch schwierig, wenn man, es passiert im Internet so viel, du siehst es ja jeden Tag so. Und man muss auch im Grunde so ein Verein, der aus den 60ern kommt, der muss natürlich auch irgendwie in einer anderen Form mittlerweile auch online stattfinden. Da muss man einfach auch Gas geben so. Und das tun wir auch, dann machen wir viel Nachwuchsförderung. Das ist halt auch ein großes Thema, dass wirklich eben auch die gute Fotografie eben auch nachwachsen soll und man die auch fördert. Also es gibt auch eine Junior-Mitgliedschaft, die sich eigentlich wirklich an junge Leute richtet, die gerade beginnen. Dann gehen wir in Unis und halten Vorträge, wie man denn nach der Uni jetzt einen Berufsstart organisiert, weil das an Unis oft halt nicht vermittelt wird so. Also es geht eben wirklich darum, auch junge Leute da mitzunehmen und zu professionalisieren. Und dann ist es eben so, und das ist diese, beschreibe ich hier diese Augenhöhe, ich habe mit einfach unglaublichen Leuten Zeit verbracht, so, was du niemals machen könntest. Ich habe mit Jacques Schumacher mal in Stuttgart in Frankfurt eine lange Nacht in der Bar verbracht. Ich habe mal in Hamburg für eine Ausstellung Oliviero Toscani, so Fotografenlegende aus den 80ern. Der hat die Benetton-Sachen gemacht, genau. Ne? Diese den provokanten ich aus dem Hotel abgeholt Geschichten. Und habe den bei uns über die Ausstellung geführt. So, ich habe mal Paolo Pellegrini vom Flughafen abgeholt. Das sind halt alles so Sachen, das würde dir nie im Leben passieren. Ja, ich kann mich halt, das sind ja schon, die gehören ja schon ja. zur Elite, auch wenn ich das Wort auf, in Hamburg so auf einer Sarah Moon-Ausstellung mir von ihrem Buch signieren lassen, da schreibt sie dann vorne rein, for a kind colleague. Geht runter, ne? Ja, es ist schon so, also ist schon. Und gleichzeitig weiß sie aber eben auch, wenn da jemand steht, dass da halt einfach ein Mitglied steht, der was tut, so. Das heißt, als BFF-Mitglied weißt du auch, wenn du auf ein BFF-Mitglied triffst, dann ist dieserjenige Mitglied, weil das andere in irgendeiner Form abgesegnet haben oder befürwortet genau. haben. Ja. Und nicht, weil er so und so viel Euros gezahlt hat, um sich irgendeine Plakette abzuholen. Nee, null, oder darum so. Geht es überhaupt nicht. Genau, das kannst du ja. auch gar nicht. Genau. Ja. Okay, dann frage ich jetzt mal ganz direkt, was müsste ich tun, wenn ich jetzt Mitglied werden wollte? Also wenn jetzt jemand sagt, Mensch, ich finde diesen Gedanken ganz toll, ich finde BFF klingt irgendwie super, was müsste man tun? Naja, erstmal kommt es natürlich ein bisschen darauf an, wo man steht. Also ich kenne jetzt den Altersdurchschnitt deiner Zuschauer nicht, aber wenn man, ich sag mal, eigentlich gerade mehr oder weniger beginnt, sich in dieser ganzen professionellen Fotografiewelt beruflich umzutun, dann ist natürlich erstmal die Frage, was fotografiert man überhaupt? So, also wir haben BFF, glaube ich, keinen, der, das soll jetzt nicht gegen irgendjemanden, also gegen irgendeine Sag's fachliche Ausrichtung sein, aber es geht eben klar nicht darum, jemanden, der in einem Porträtstudio irgendwie Leute von der Straße fotografiert, jetzt im BFF aufzunehmen und mit der Mitgliedschaft auf der gleichen Ebene wie Lindberg zu adeln. Das ist nicht die Idee, sondern die Idee ist, dass es geht um angewandte Fotografie, also angewandt im Sinne von, das wird veröffentlicht, das wird gezeigt, das ist in Magazinen, das hängt an Plakatwänden von Dubai bis London. Und im Grunde geht es wirklich einfach um diese professionelle Arbeit, die gefragt ist und gefragt wird von Kunden so. Und dann ist es einfach halt eine Frage, wie lange man das schon macht. Mhm. Also es gibt eine Student-Mitgliedschaft, die richtet sich halt klar einfach an Studenten der entsprechenden Studiengänge, die dazu hinführen würden, Fotograf zu sein. Und dann gibt es eine Junior-Mitgliedschaft, die für Leute gedacht ist, die gerade beginnen, um eben diese Augenhöhe mit und diese Marktkenntnis und diese Integration ein bisschen zu schaffen, weil man eben viele Sachen auch, die lernst du erst, wenn du einen Fehler machst oder gar nicht.
oder du hast halt jemanden im Verband, der dir das halt sagt, bevor du den Fehler machst, was halt einfach total Sinn macht. Naja, aber manche Fehler muss man einfach selber machen. Ja, das stimmt, ja, also ja. Klar. Aber es gibt zumindest mal theoretisch die Chance, jemanden zu fragen. Ja. Dann gibt es eine sogenannte Member-Mitgliedschaft, das richtet sich eigentlich an Leute, die schon eigentlich lange im Beruf sind, die als Junior jetzt auch sich irgendwie nicht mehr richtig aufgehoben fühlen, weil Junior ja auch ein bisschen, klingt ja auch jünger. Und dann gibt es einen sogenannten Professional, das ist dann das, da kriegt man dann wirklich, da ist eine große Jury, das kostet dann auch eine Gebühr, weil dann einfach irgendwie ein Kreis zusammentritt, der sich dann nur mit dieser Arbeit beschäftigt. Aber das ist natürlich auch ein bisschen so fürs Ego natürlich eine Grenze zu sagen, so will man sein Werk jetzt unter diesem, oder ich sag mal, unter dieses Gericht stellen. Das ist auch was, was auch vielen, was auch eine Hürde ist für viele. Aber was auch eigentlich so gedacht ist, weil man die Leute, die dann das, also man, es muss ja nebeneinander funktionieren. Mhm. Die Bilder funktionieren auf dem Blog nebeneinander, auf den Webseiten, in den Ausstellungen, es hängt alles nebeneinander. Und dieses große, tolle Durcheinander, das macht im Grunde den Wert aus. Und wer sich da sieht, der findet auf der Internetseite auf bff.de bei Mitgliedschaft die ganzen Dokumente einfach. Und dann, ja. Und dann kann man sich im Endeffekt einfach bewerben oder? Ja, ja, also es kommt eben ein bisschen auf den Status an, das meinte ich gerade. Mhm. Also diese die Professional-Mitgliedschaft wird nur einmal im Jahr, kommt diese Jury überhaupt zusammen, weil das öfter auch nicht, also aufgrund auch der Anfrage auch nicht möglich ist. Und die wohnen ja auch alle überall verteilt. Also das sind dann wirklich Mitglieder aus allen Professionen, aus dem ganzen Land, die dann da zusammentreten. Und das hat ja auch Folgen, weil man kriegt ja auch, also der BFF tritt ja dann im Grunde auch, vertritt ja auch mit der Mitgliedschaft im Grunde die Arbeit dieses Mitglieds so. Ist ja nicht so, es ist ja kein, ist ja bidirektional, es geht ja nicht um das, von unten nach oben oder so. Und genau, und dann, also bei Junioren ist das ein bisschen entspannter, da stellt man sich einfach in den Regionen vor, bei den Leuten, die das in Hamburg machen oder in Düsseldorf oder wo auch immer. Und es geht aber wirklich ganz klar darum, sich halt einzubringen. Also man, es ist nicht so, dass man da irgendwie jetzt... Da geht es noch nicht so sehr um die eigentliche Arbeit, sondern mehr um die Verbandsarbeit. Oder ja, es, um ist halt die, wirklich wie ein, es ist halt wirklich wie ein Verein. Also genau. Er wird halt dann noch nicht so, wird nicht beäugt, was macht, hat der gemacht bisher, das Werk, ne? Nee, es geht halt wirklich, also das ist das eine natürlich, es geht dann natürlich, aber es geht auch darum, dass man sagt, ist das denn, also ist das fotografisch relevant? Also hat das eine, ich will nicht sagen Sprengkraft, aber hat das was, wo auch andere Fotografen davor stehen und sagen so, ich mache was ganz anderes, aber ich respektiere das und es ist tolles Zeug so, weil nur dann macht es Spaß. Weil das ist eben, man hebt im Grunde mit der Mitarbeit ja auch die Arbeit Dritter auf eine Schwelle, die mit der eigenen gar nicht so ungefähr zu tun hat. Also das ist halt wirklich einfach viel, viel Mindset, der aber echt Spaß macht, wenn es funktioniert. Ich finde das deshalb so interessant, weil es gibt natürlich, gerade auch durch das Internet, gibt es natürlich haufenweise Communities. Klar. Und die haben natürlich keinerlei Einstiegshürden. Das heißt, die einzige Hürde ist, dass man sich ein Login anlegen muss und dann kann man halt irgendeinen Quatsch hochladen und dann ist man halt Teil dieser Community und jeder kann überall seinen Senf dazu abgeben und im Grunde genommen definiert jeder seinen Status auch selber durch das, was er irgendwie von sich gibt. Was ich halt deshalb sehr kritisch sehe, weil du eigentlich nie genau weißt, von wem bekommst du denn Feedback. Ja, also wenn du natürlich online dein Bild hochlädst und da schreibt jetzt jemand irgendetwas drunter, also egal ob das jetzt positiv oder negativ ist, du weißt natürlich nie, welchen Stellenwert das hat. Ne? Und deshalb finde ich das wieder ganz interessant, weil ich auch immer predige zu den Leuten, die bei mir lesen, guckt euch genau an, von wem ihr euch Feedback holt. Ladet eure Bilder nicht irgendwo auf irgendwelchen komischen Portalen hoch, wo dann drunter steht, schön gesehen oder... tolles Foto, gut gemacht, sondern guckt euch erstmal denjenigen an, von dem ihr Feedback holt und dann könnt ihr das einordnen. Und deshalb finde ich das jetzt eigentlich so spannend mit dieser BFF-Geschichte. Ja, man hat halt so eine Art, ich will jetzt nicht sagen höhere Instanz, aber natürlich ist das, dieses Konglomerat aus Kollegen, das ist natürlich schon viel wert, wenn man auch, man hat ja auch Fragen auch an die eigene Arbeit. Es ist ja nicht so, dass jeder rausgeht und sagt, ja, was kostet die Welt, easy, das wird alles. Sondern es ist natürlich auch in dem Moment, wo es wirklich, wo es wertvoll wird, wird es eben auch schwierig, persönlich. Und es gibt eine Menge Leute, die da echt hart an Grenzen gehen. Ich habe einen Berliner Kollegen, der war gerade für eine NGO, soziale Förderungseinrichtung in Afrika und ist da halt arbeiten während eines Militärputsches. Wenn du das nicht professionell geordnet kriegst, versagst du da.
Und das ist aber halt so ein Punkt, wenn von so Leuten kannst du halt nur lernen, immer. Und dann ist eben diese Augenhöhe so ein magischer Moment. Ich habe mal einen Kollegen, den ich sehr schätze, Igor Panitz aus Stuttgart. Alles, was Mercedes-Benz produziert, wenn es wirklich wichtig ist, macht es Igor so. Und das ist einfach so, das ist so Fotografie auf dem Level mit Kunden zusammen so, die machen keine halben Sachen. Und mit dem dann einfach einen Abend in Stuttgart zu sitzen, Maultaschen zu essen und über alles Mögliche zu klönen, ist halt ganz groß. Und das wird nicht passieren, weil kannst du nicht anrufen und kannst sagen, ey, hast du mal Lust? Und ich habe diese Community, schätze ich sehr, weil das so, das gibt einem einen ganz anderen Spiegel für die eigene Arbeit. So. Ich kann ja auch zum Beispiel sagen, die ganzen schönen Bilder, die sind alle ganz toll, aber was habe ich davon? Ich kann das ja nicht einordnen. Also, wie soll ich das vergleichen? So, ich habe ja keinen, ich mache ja viele von den Sachen selbst, nicht für den Kunden. Das heißt, ich habe keine Einschränkung. Hm. Und diese. Du selbst kannst natürlich immer behaupten. Ja, klar. Genau. Ne, ist Kunst und das wollte ich so. Und ganz viel Motivation ist halt einfach, wenn andere Leute halt sagen, hey, wie geil war das denn? Und dann finden die ein Bild gut, das ich selber, wo ich auch selber dachte, naja, ja. Hm. Und diese Außensicht permanent mitzunehmen, so, das verschafft einem unglaublich gute Reflexion dafür, wo man irgendwie selber steht und wo man hin will, weil das kannst du alleine mit dir selber nicht ausmachen. Das geht nicht. Du kannst dir nicht selber irgendwie ein Kompliment geben. Klar kannst du machen, aber was hast du davon? Und dafür sind eben dann auch so Ausstellungen so toll, weil dann eben auch einfach Kollegen darum schlendern und halt dein Zeug angucken. So. Und wenn du damit kein Problem hast, ist cool. Jo. Sehr cool. Sehr gut. Wir haben uns schon wieder verquatscht, aber nicht weiter schlimm, weil, wie gesagt, ich finde das Thema super interessant. Konrad, vielen, vielen Dank. Ich glaube, wir sind jetzt am Ende. Wer das Thema halt noch weiter vertiefen will oder wer sich dafür interessiert, Webseite, einfach BFF. Ist das bff.de oder? BFF.de, genau. BFF.de, dann schaut ihr da einfach mal und auf jeden Fall müsst ihr natürlich auch bei Konrad auf der Webseite vorbeischauen. jkonradschmidt.com. Richtig, ne? Perfekt. .com, jkonradschmidt.com. Also ich bin ganz großer Fan seiner Arbeit. Konrad, ich danke dir vielmals. Es hat riesen Spaß gemacht und ich hoffe, dass wir uns irgendwann nochmal hinter einer Analogkamera treffen, um gemeinsam ein Bild zu machen. Das richten wir ein. Okay. Sehr gut. Ja, vielen Dank fürs Durchhalten. Bis dann. Tschüss.